Wie kochen Sie zu Hause? Frei nach Schnauze oder mit Kochbuch? Im Internet gibt es ja tausende von Apps, nur wer hat schon seinen PC in der Küche dabei? Koch-Apps schaffen hier Abhilfe. Wir haben 6 Koch-Apps für Sie getestet. 3 Rezeptesammlungen mit Zusatzfunktionen und 3 Apps von bekannten Sterne- bzw. Fernsehköchen Jamie Oliver, Markus Lanz und Christian Rach. Die App Rezepte basiert auf dem sogenannten Rezept-Wiki mit über 7000 Rezepten. Man startet sofort mit einem beliebig ausgewählten Rezept. In diesem Fall ist es die Caipirinha-Torte. Man kann dann über die Kategorien, beispielsweise, wir sind jetzt in der Weihnachtszeit, die festliche Küche auswählen, vielleicht ein Fondue. Und hier wird ein Fleischfondue angeboten. Und wie man hieran erkennt, das sind von Nutzern hochgeladene Fotos. Wir haben unter dem Foto jeweils die Zubereitung mit den entsprechenden Zutaten, die wir dann über das Pluszeichen in unsere Einkaufsliste legen können. Da können wir noch entscheiden, ob wir für eine Person, 2 Personen oder mehr Personen einkaufen wollen und sagen fertig. Nun haben wir die Einkaufsliste und können uns die selbst als Erinnerung als E-Mail schicken. Vorteilhaft an der App Rezept ist die hohe Anzahl von 7000 Rezepten. Nachteilig ist, dass nur wenige Rezepte mit Bildern angeboten werden und es gibt nur eine sehr geringe Zusatzfunktionalität. Die App Cookiza gibt es für das iPad und das iPhone mit geringen Unterschieden. Cookiza bietet eine Rezeptsammlung mit über 1000 Rezepten. Updates erhält man kostenlos. Wenn wir uns beispielsweise bei den Hauptgerichten die Entenbrust mit Campari-Soße ansehen, sehen wir hier ein vom Nutzer hochgeladenes Bild. Wir sehen die Zubereitung mit immerhin 33 Punkten. Wir sehen die Zutaten und wir sehen, dass typischerweise auch Nutzerbewertungen hier durchgeführt werden können, was bei diesem Gericht noch nicht der Fall ist. Wir können dieses Gericht mit einem Herz versehen, das heißt, uns hat dieses Gericht gut gefallen, wir haben es gekocht, es hat hervorragend geschmeckt. Wir können die Zutaten für dieses Gericht in die Einkaufsliste legen. Wir könnten die Anzahl der Portionen verändern. Wir werden heute Abend für 5 Leute kochen. Und wir könnten, wenn wir registriert wären, uns Kommentare zu diesem Rezept ansehen bzw. das Rezept selber kommentieren. Die App Cookiza überzeugt unter anderem wegen verschiedener Filter- und Sortiermöglichkeiten. Ich kann mir beispielsweise nur Rezepte anschauen, die laktosefrei sind, glutenfrei, schweinefleischfrei oder vegetarisch. Diese Filtermöglichkeit fehlt eigentlich bei allen anderen Apps. Insgesamt hat Cookiza sehr intelligente Zusatzfunktionen, sehr schöne Fotos und man kann zudem noch eigene Rezepte erstellen. Das Flaggschiff unter den Koch-Apps ist zweifelsohne Epicurious. Wenn wir die Christmas Dinners uns zum Beispiel anschauen, unterscheidet sich die App schon dahingehend von anderen Koch-Apps, dass sich hier eine sehr schöne vergleichende Übersicht der Gerichte in einer Liste habe. Ich habe hier viele Informationen zum Gericht direkt erkennbar. Beispielsweise mit 3 von 4 Gabeln wurde dieses Gericht bewertet. Ein Nutzer sagt, er würde es auf jeden Fall nochmal genau nach diesem Rezept kochen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie die Detailansicht dazu aussieht. Wir sehen hier auf der linken Seite die Zutaten. Der größere Bereich, wie ein Notizzettel aufgemacht, zeigt uns, was wir machen müssen. Und wir haben hier eine ganz besonders nette Geschichte, und zwar diesen Pfeil. Diesen Pfeil können wir unabhängig vom Text bewegen und können uns eben dort eine Art Lesezeichen hinlegen, wo wir gerade beim Kochen sind, was gerade beim Kochen in der Küche sehr wertvoll ist. Wir haben Nutzerbewertungen. Wir können die Rezepte einzeln in unsere Lieblingsliste eintragen. Wir können diese Rezepte merken und wir können diese Rezepte als E-Mail verschicken. Insgesamt gibt es eigentlich überhaupt nichts Negatives über die App Epicurious zu sagen, bis auf die Tatsache, dass sie nur auf Englisch verfügbar ist.
Ansonsten ist sie klarer Favorit im App-Vergleich. Nicht 25.000, nicht 7.000, auch nicht 1.000, sondern nur 60 Rezepte zeigt uns Sternekoch Jamie Oliver in seiner 20-Minute-Meals-App. Warum finden wir die App dennoch gut? Jamie Oliver konzentriert sich auf das, was er am besten kann, kochen. Erstens sind es seine Rezepte. Zweitens stellt er sie in idealer Weise dar. Mit sehr schönen Fotos, mit zusätzlichen Videos. In diesem Fall, wir haben ja als Gericht ein Risotto. Wie stelle ich generell ein Risotto her? Mit einer sehr gut bedienbaren Navigation. Hier sehe ich zum Beispiel, welche Zutaten benötige ich in einer übersichtlichen Tabelle. Die kann ich mir direkt in meine Shopping-List hinzufügen. Ich sehe sogar, welches Equipment ich für das Kochen dieses Rezeptes benötige. Und nun schaue ich mir an, in welchen Schritten das Ganze vor sich geht. Hier sehen wir, an dieser Stelle müssen wir das iPhone rotieren. Hier haben wir also das Krabbenrisotto. Hier unten steht schon, wenn ich Fotos sehen will, dann muss ich zweimal draufklicken. Sehe also, so soll es am Ende aussehen. Das ist der erste Arbeitsgang. You can chop these by hands if you want, but by using a food processor, it'll really, really speed things up. Wer Jamie Oliver kennt, weiß, dass er auch vor der Fernsehkamera eine gute Figur macht. In einigen Videos erklärt uns Jamie, wie man am besten kocht. There's two main deal breakers here for me. There's ingredients and equipment. Now I want you to click on the video for ingredients and equipment and see what I want you to have in your house. And this way, if you get this equipment, you'll be armed and ready and confident to knock it. Vielen Dank, Herr Oliver. Der Sterne- und Fernsehkoch Christian Rach wählt einen etwas anderen Ansatz für eine Koch-App. Er stellt Gesetze auf, Kochgesetze. Beispielsweise dem Paragraph 67 nach dem Kochen dürfen Nudeln niemals kalt abgeschreckt werden, da sie sonst die Fähigkeit verlieren, die Soße aufzunehmen. So gibt es einige Gesetze, von denen man vielleicht das ein oder andere schon kennt, aber andere eben nicht. Kennen Sie beispielsweise das Gesetz Paragraph 140? Ein Krustenbraten wird besonders knusprig, wenn man ihn zuerst dämpft und dann brät. Ausgehend von diesen Gesetzen bietet uns Rach einige Rezepte an. In diesem Fall den Krustenbraten. Am rechten Rand befindet sich die Navigation mit konkretem Rezept und Zutaten, die ich mir auf den Merkzettel bzw. ebenfalls auf die Einkaufsliste legen kann. Die Anleitung und die jeweilige Menge. Wenn ich dann in meiner Einkaufsliste sehe, kann ich sehen, ich habe diese Zutaten für den Krustenbraten gerade hinzugefügt. Auch bietet uns Christian Rach auch nur eine geringe Rezeptauswahl und dementsprechend eine geringe Kochgesetzauswahl. Insgesamt handelt es sich bei dieser App nicht um eine vollwertige Koch-App, sondern eher um eine nette Spielerei, die man sich zusätzlich anschauen kann. Wer die Kochsendung Lanz kocht kennt und mag, wird vielleicht ein Interesse an der Lanz kocht App haben. Markus Lanz bereitet mit 5 Köchen ein komplettes 5-Gang-Menü vor. Nehmen wir zum Beispiel hier die Vorspeise von Alexander Herrmann mit einem schönen Foto dargestellt. Wenn ich scrolle, sehe ich die Zubereitung und am Ende die Zutaten für 4 Personen und kann diese Zutaten auf die Einkaufsliste setzen bzw. zu meinem Menürezept hinzufügen. Das ist aber auch schon alles, was ich mit der App machen kann. Ich kann mir die Rezepte ansehen und kann sie in die Einkaufsliste fügen. Das wiederum beschert der App in unserem Vergleich keinen besonders hohen Rang, weil zu wenige Funktionalität da sind und sie insgesamt eher lieblos gestaltet wurde. Jamie Oliver und Epicurious heißen die Sieger unseres Koch-App-Vergleichs. Während der britische Sternekoch mit nur wenigen, aber dabei durchdacht wiedergegebenen und mit herrlichem Foto- und Videomaterial versehenen Rezepten punktet, bietet Epicurious mit über 25.000 Rezepten das mit Abstand größte Nachschlagewerk, das sich zudem leicht nachkochen lässt.
Die App Cookiza überzeugt ebenfalls und erhält einen Platz auf dem Siegertreppchen. Die App Rezepte, Rachs Kochgesetze und Lanz kocht können dagegen nicht begeistern. Von der App der gleichnamigen ZDF-Produktion sind wir eher enttäuscht.